China. China will Hochtechnologie, China hat unbegrenzte Mittel zur Verfügung anscheinend und China nutzt es auch offenbar, kauft unsere besten Unternehmen auf, nämlich Zug um Zug. KUKA, Krauss-Maffei, Osram oder die Lampensparte von Osram zumindest, Biotest, SEG Automotive. Alles tolle Unternehmen, aber auch leider alles Unternehmen, die chinesische Investoren erworben haben oder diese mehrheitlich kontrollieren. Da stellt sich natürlich die Frage, sollen wir dem tatenlos zuschauen? Ist es eine Gefahr für unsere Wirtschaft? Und darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Aufkäufer aus China mit vollen Taschen kaufen bei uns ein Unternehmen nach dem anderen. Ich habe ja schon eine ganze Latte aufgezählt, gerade an Beispielen, und da kommen aber dann noch viele, viele Mittelständler dazu, wo man das vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Dann kommen noch Mehrheitsbeteiligungen dazu, die Chinesen an großen Konzernen haben, zum Beispiel Li Shufu, der Gründer von Geely. Der hat ja jetzt auch schon 10% knapp an Daimler. Und dann kommen noch die Übernahmeversuche dazu, wo der Wille auch da war, die aber gescheitert sind. Aixtron ist ein Beispiel, ein deutscher Maschinenbauer, Spezialmaschinen für Halbleiterproduktion, wurde blockiert von den USA 2016, das war noch unter Präsident Obama. Oder aber 50 Hertz, einer von unseren Stromnetzbetreibern, den wollte sich ein chinesischer Stromnetzbetreiber unter Nagel reißen, wurde aber blockiert letztes Jahr von der Bundesregierung. Da tut sich also einiges auf dem Feld, was man aber auch wissen muss, das Transaktionsvolumen an sich, das ist zurückgegangen. Also 2018 haben chinesische Investoren in Europa für 31 Milliarden Dollar Unternehmen gekauft. Und das ist die Hälfte fast nur von dem von 2017. Und das war auch schon unter 2016. 2016 war das Rekordjahr bei den Übernahmen, aber es ist deutlich weniger geworden. Und auch in Deutschland ist es ähnlich. Da ist das Transaktionsvolumen auch um ein Fünftel geschrumpft, ungefähr 2018. Woran liegt das? Das erste ist natürlich, es ist schwieriger geworden. Das merken die chinesischen Investoren auch. Die Widerstände wachsen. Der zweite Grund ist, das Wachstum ist in China zurückgegangen. Also besteht auch mehr, weniger Expansionslust bei den Chinesen. Und der dritte Grund, und das überrascht vielleicht viele, der dritte Punkt ist Peking. Peking möchte auch nicht mehr so viel Übernahmen haben. Es ist ein Mythos, dass hinter jeder Auslandsübernahme die chinesische Regierung steht. Das sind oft große private Konzerne. Aber da gibt es auch nicht mehr so viel Übernahmen wie früher. Die sind zum Teil auch zurückgepfiffen worden von der chinesischen Regierung. Die chinesische Regierung will nicht, dass Unmengen von Kapital unnötig abfließen. Die chinesische Regierung will auch nicht, dass schuldenfinanziert zu viele Übernahmen getätigt werden im Ausland. Das heißt nämlich finanzielle Risiken. Früher war es sehr einfach, sich für Auslandsübernahmen Geld zu beschaffen in China. Das ist jetzt aber nicht mehr so einfach. Beispiel H&A, die ja zum Beispiel auch bei der Deutschen Bank 10% schon hatten, die sind auch zurückgepfiffen worden, müssen jetzt wieder Beteiligungen abbauen. Es ist nicht so, dass hinter jeder Auslandsübernahme immer der chinesische Staat steht und sich die Hände reibt. Da ist vieles eben auch nicht mehr so gern gesehen. Wenn jetzt zum Beispiel ein chinesischer Investor meint, er braucht unbedingt einen Wolkenkratzer in Manhattan oder einen Fußballclub, irrationale Übernahmen möchte man nicht mehr so gerne haben. So nennt man das in Peking jetzt mittlerweile. Was anderes ist es, wenn es um strategisch sinnvolle, wirtschaftlich sinnvolle Übernahmen geht. Das wird wohl schon noch gefördert und geschätzt und ermuntert und oft auch durchgewunken, und dementsprechend von der industriepolitischen Seite bei uns gibt es dann eben auch keine Entwarnung erstmal. Das ganze Thema wird zu Recht diskutiert bei uns. Das ist
Auch ganz klar, man redet jetzt auch schon von staatlichen Fonds, man redet davon, dass man selber nationale Champions aufbauen will, auch also aktiv Industriepolitik betreiben, so wie in China. Das Ganze ist natürlich stark auf China gemünzt, die ganze Sache. Man sagt sich, wenn man Wettbewerber hat wie China, die so koordiniert vorgehen, dann können wir uns nicht auf die Marktkräfte verlassen, nur dann ziehen wir nämlich den Kürzeren. Ist meiner Meinung nach auch richtig in unseren Zeiten. Man darf es nur nicht übertreiben, finde ich. Man darf auch nicht hysterisch werden. Das Erste ist, es ist ja nicht so, dass wir uns hier, dass bei uns hier nur Freihandel und freier Markt herrscht. Wir haben ja auch bei uns Regulierung, Abschottung, Industrie, Förderung, Einflussnahme. Das ist nichts, was wir jetzt erfinden müssten, weil wir die Chinesen vor Augen haben. Und das Zweite ist, solche Abschottungsmaßnahmen sind immer eine Gratwanderung. Man muss reagieren auf solche Herausforderungen, das ist auch richtig, aber man muss auch aufpassen, dass man das Ganze nicht übertreibt. Man kann sich nicht auf den Standpunkt stellen, wir sind für freien Markt und freien Handel, solange das uns nützt. Und wenn es uns aber nicht nützt, wenn andere uns auch mal was wegnehmen können, dann müssen wir uns aber schützen. Das ist sehr fragwürdig. Man muss seine Interessen schützen, aber das Ziel insgesamt sollte am Ende schon sein, dass das Ganze fair bleibt, bei internationalen Transaktionen, bei internationalem Handel. Jeder Schritt muss da wohl überlegt sein. Wenn ein ausländisches Unternehmen gar kein deutsches Unternehmen mehr erwerben kann, dann, weil das für uns alles so strategisch wichtig ist, dann wird es irgendwann mal so kommen, dass wir eben die Unternehmen im Ausland auch nicht mehr erwerben können. Bayer Monsanto zum Beispiel. Sowas geht dann halt irgendwann mal nicht mehr. Sei dahingestellt, ob Monsanto jetzt der große Gewinn ist für die deutsche Industrielandschaft, aber Sie verstehen, worum es geht. Und was die Chinesen betrifft, die unsere Firmen ja konkret kaufen, dazu muss man eins auch noch sagen. Es gibt immer zwei. Es gibt einen Käufer und einen Verkäufer. An der Börse ist es vielleicht noch relativ einfach, dass man sich da Anteile holt, aber in der Regel geht es ja nicht über die Börse, sondern in der Regel wird da eben verhandelt. Es wird verhandelt, deutscher Verkäufer, chinesischer Käufer, und man kommt dann eben zu dem Schluss, der Verkäufer kommt zu dem Schluss, der chinesische Investor ist wahrscheinlich gut für mein Unternehmen. Das ist das Richtige für mein Unternehmen. Es hat auch bei chinesischen Investoren schon verrückte oder unschöne Sachen gegeben, aber unterm Strich, chinesische Investoren waren meistens nicht schlecht für deutsche Firmen. Die haben Geld und können was bewegen und wollen es auch. Und da ist es doch wahrscheinlich besser in vielen Fällen. Ich verkaufe jetzt mein Unternehmen an einen chinesischen Investor als an irgendeine Private Equity Gesellschaft. Was macht die? Die spaltet mein Unternehmen vielleicht auf und entlässt Leute, damit sie noch ein bisschen mehr Rendite rausholen. Und den Eindruck hat man bei chinesischen Investoren eben nicht so. Die denken offenbar langfristiger, strategischer. Die stellen die Frage, was für Technologie ist da, was für Know-how ist da, welche Reputation hat das Unternehmen. Solche Sachen schätzen die, und damit unterscheiden sie sich durchaus teilweise von Investoren, die es eben hier auch gibt, wo die Sichtweise eher kurzfristig ist, genauso wie die Sichtweise an der Börse ja oft, die ja auch oft kurzfristig ist. Und da hat der chinesische Investor einen Vorteil aus Sicht des Verkäufers. Und das ist ein Punkt, da können wir auch als Anleger, denke ich, von chinesischen Investoren lernen. Wir können jetzt keine Unternehmen komplett übernehmen, das ist schon klar. Aber was jetzt die Sichtweise auf Unternehmen betrifft, in die man investiert, dass man da halt sich auch mal auf andere Qualitäten konzentriert, nicht nur in der sehr kurzfristigen Sicht. Wir wissen ja, der Aktienmarkt agiert manchmal sehr kurzfristig, da fällt mal die Eigenkapitalrendite um 2% und schon ist das ein großes Problem. Aber das ist eben durchaus auch mal eine Chance. Das ist ein Ansatz, vorzugehen und Dinge so zu sehen wie ein chinesischer Investor, ein strategischer Ansatz.
Es ist ja so, viele Unternehmen hier, bei denen Chinesen eingestiegen sind, denen ging es nicht besonders gut. Die wurden teilweise ja sogar von Chinesen gerettet. Und das ist eben auch ein Grund, warum Investoren aus China bei vielen Unternehmen durchaus willkommen sind. Das ist nachvollziehbar, würde ich sagen. Und um solche Unternehmen, da geht es bei uns jetzt auch diese Woche im Zukunftsmärkte-Report. Die Reports gibt es von uns ja auch, die sind auch gratis und wir besprechen diese Woche mal keine China-Unternehmen oder Schwellenländer-Unternehmen, sondern deutsche Aktien, und zwar Aktien von Firmen, wo chinesische Investoren eingestiegen sind und wo wir glauben, davon könnte die Aktie noch profitieren. Die Reports sind immer kostenlos auch für Sie. Sie müssen sich einmal anmelden: www.zukunfts-märkte.de. Report geht diese Woche raus und ich bin schon sehr gespannt, wie Sie das finden, weil deutsche Aktien haben wir ja hier in unseren Reports auch noch nicht oft behandelt. Und was die Politik betrifft, wie gesagt, Deutschland, Europa sollte seine Interessen schützen, aber grundsätzlich, dass andere Länder stärker werden, aufstreben, auch mal deutsche Unternehmen kaufen. Daran müssen wir uns, glaube ich, einfach gewöhnen auch. Das ist die neue Realität. Vor allem asiatische Länder sind eben auf dem Aufstieg. Und wenn dieser Gedanke für Sie unerträglich ist, weil das zum Beispiel China so mächtig ist, dann kann ich nur sagen, drehen Sie den Spieß um als Investor. Wenn chinesische Investoren in Deutschland investieren, investieren Sie doch auch mal in China. Das ist ja eine Möglichkeit, die wir zum Glück auch haben. Das ist dann wieder das Gute an der Globalisierung und am freien Handel. Die Chinesen können sich in Deutschland einkaufen, in die deutsche Wertschöpfung, aber umgekehrt funktioniert das auch. Es ist vielleicht nicht immer alles ganz toll in China, aber in China passiert zumindest viel und chinesische Aktien sind auch nicht teuer momentan. Und damit Sie da gut reinkommen in das Thema, dafür gibt es uns, unsere Reports, unseren Kanal. Auf unserem Kanal hier, da geht es nächste Woche um Gold. Es gab ja jetzt wieder eine riesige Fusion im Goldsektor und wir stellen uns nächste Woche die Frage, warum jetzt? Womit rechnen die großen Goldkonzerne? Wird Gold jetzt teurer oder geht denen am Ende das Gold sogar aus? Also dranbleiben, Kanal abonnieren, die Glocke drücken, damit Sie sehen, wenn der neue Beitrag da ist. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder hier auf unserem Kanal. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin, viel Erfolg bei der Geldanlage und natürlich auch wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.